Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute habe ich euch T-Bone Steaks vom Lamm mitgebracht. Herrlich schauen die aus. Das ist ein ganzes Stück. Die gehören so zusammen. Also die jetzt nicht. Wenn ihr das mal anschaut, vielleicht drehen noch. Und die sind gefroren und der Metzger hat sie mir gesägt, beziehungsweise du nimmst ein richtig großes Messer und schlägst sie in der Mitte auseinander. Das wollte ich jetzt auf dem Tisch nicht zeigen. Das habe ich in der großen Küche gemacht. Ja. Dann würzen mit unserem Lammgewürz und im Plastikbeutel über Nacht einmarinieren. Dann schauen die so aus. Wer kein Laminiergerät hat, kann das gern auch in einer normalen Plastiktüte machen, die Luft fängt raus, fertig. Natürlich ein Spritz Olivenöl gehört noch mit rein. So was ganz Besonderes, schaut gut aus, ist fast schon Fingerfood, kann man eigentlich mit den Händen schön abbeißen dann. Wer möchte, kann natürlich auch das Fett noch ein bisschen mehr wegmachen. Ich esse gern dieses Lammfett, darum lassen wir es auch dran. Und darum würde ich die erstmal zusammenstellen. Und ich tue die erstmal auf der Fettseite dann ein bisschen angrillen. Weil wenn das Fett schön knusprig ist, dann schmeckt es nämlich noch ganz anders. Eins ist umgefallen, jawohl, macht nichts. Da würde ich das Tank hier ein wenig herhalten. Kann das auch ein bisschen gleich fetten, das Rost. Nochmal drehen. Macht nichts, jetzt legen wir sie auf 10 Uhr. Da ist nichts mit anschneiden, ne? Wird reingebissen, gell? Das machen wir unten on time. Ich würde sagen, 1,5 Minuten reicht völlig. Machen wir mal zu, sehen uns gleich wieder. 1,5 Minuten sind um, schauen wir mal nach. Brennt natürlich leicht hoch, macht aber nichts. Nehmen wir uns einen anderen Punkt im Grill, wo weniger Fett ist. Und grillen die weiter auf 10 Uhr. Ja? Sind natürlich auch Borderhouse dabei, wenn ihr jetzt das genauer wissen wollt. Von T-Bone Steak bis Borderhouse. Ja? Mehr Filetanteil ist Borderhouse, weniger ist T-Bone. Na? Dass ihr es wisst. Riecht das schon, wie gut es ist. Sind 1,5 Minuten schon um? Kann immer nicht warten. Aber die kommen gut. Eineinhalb Minuten wieder um. Jetzt drehen wir auf 14 Uhr. Brennen geht natürlich nicht immer komplett durch, ist klar, weil der Knochen da aufliegt, aber das macht nichts. Die Hitze ist trotzdem da und wir kriegen trotzdem ein einigermaßen schönes Branding hin. Ja? Herrlich schauen die aus. Wow. Medium wollen wir die bis Medium Rare. Medium Rare bis Medium, das wäre optimal. Das bekommt man hin mit den 1,5 Minuten, also dreimal drehen. Dann müssen sie perfekt sein. On time fertig grillen, nicht hochlegen, nicht nachziehen lassen. So, 1,5 Minuten wieder um. Drehen wir nochmal zum letzten Mal. Das sollen sie sein, richtig angeknuspert. Herrlichst. Perfekt schauen die aus. Und das Fett, ich sehe schon, das wird richtig geil. Jetzt sind wir soweit. Ich habe mittlerweile den Grill ausgemacht, dann kann das alles runtertropfen, dann brennt natürlich absolut nichts mehr hoch. Schaut euch die Kollegen an. Kolleglich, würde ich sagen. Ne? In Franken sind es kolleglich. Tun wir andersrum.
Kisten. Herrlich schauen die aus. Herrlich, herrlich, herrlich. Jetzt wollt ihr das natürlich sehen, ne, wie ich das esse. Das ist natürlich ein bisschen heiß noch. So, dann schneiden wir mal an. Achtung, der Knochen geht bis hier. Kann man die richtig auslösen. Herrlich. Schaut. Und das Filet, das beiß ich raus. Was soll ich euch sagen? Natürlich Butter. Hammermäßig. Super für jede Grillfeier. Viel Spaß beim Nachgrillen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Zeidler.